Wir hatten heute eine Anfrage auf der Tagesordnung des Rates, und zwar zur Metropolregion Rheinland. Es ist nicht unsere erste Anfrage. Wir haben das schon mehrfach nachgefragt. Wir haben mehrere Initiativen auch im ABTL gehabt zum Thema regionale Kooperation, und immer waren die Antworten sehr unbefriedigend. Das hat auch die Presse bestätigt. In den letzten Tagen gab es einen hämischen Kommentar zu der Langsamkeit dieses ganzen Projektes. Es würden keine substanziellen Ergebnisse produziert werden. Das kann ich eben auch nur bestätigen. Ich glaube, dass man das Ganze falsch angefasst hat. Man hat da die Hausaufgaben auch nicht gemacht. Normalerweise ist es ja so, dass man bei einem Projekt erstmal sagt, warum man da teilnehmen möchte, ob man überhaupt teilnehmen möchte und welche Ziele man hat. Das ist alles nicht geschehen. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Vision, die man teilt, und es gibt auch kein Ziel, das man verfolgen möchte. Insgesamt hat man den Eindruck, hier wird einfach weiter gewurschtelt, und wir wollten eigentlich wissen, wie es überhaupt jetzt weitergeht, warum man überhaupt teilnimmt, und die Fragen sollten eigentlich heute geklärt werden. Leider ist diese Anfrage nicht mehr quasi zur Tagesordnung gelangt. Also sie wurde quasi vorzeitig beendet, und wir müssen eben auf die schriftlichen Antworten warten.